Wo wir gerade von Elixieren gesprochen haben. Eine Nordranke wäre bläulich, also vielleicht ein Elixier Energie. Das wäre schon echt schick. Das ist auch noch eine Oak-Tür. Ah, wir wollen direkt einen. Oh, du. Ist das jetzt nur die Distanz oder ist das ein... Das ist kein regulärer Monat, das ist einer von den Riesen. Ja, komm schon her. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Slack. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Ja, bitte, bitte. Danke, dass du dich so eifrig ins Gefecht wirfst. Hätte Jax für dich wahrscheinlich nicht so gemacht. Naja, doch. Noch schon. Noch braucht Jax sie ja, um herauszufinden, was mit dem Elex genau auf sich hat. Auch wenn er dem Elex eigentlich schon fast vollkommen verfallen ist. Also selbst wenn er jetzt rausfinden würde, dass da irgendwas Böses hintersteckt, ne? Wie schaut's da eigentlich so aus? Wie geht es dir? Ich bin okay. Du hast dir eine Menge vorgenommen. Ich werde versuchen, dich soweit ich es kann zu unterstützen. Doch vergiss dabei nie, dass die Menschen dir nur dann folgen, wenn du auch ihre Interessen vertrittst. Naja, ich vertrete... Ja. Die Frage, was Menschen wollen und was Menschen brauchen. Weil wollen sie nur eine Handvoll Dinge und davon immer mehr. Aber was sie dann brauchen, um sich wirklich weiterzuentwickeln, ist eine vollkommen andere Sache. Oh, reines Elix, sehr gut. Mehr davon. Und da sind ein paar mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau sowas habe ich gesucht. Schön. Viele auf dem Haufen. Jetzt nicht mehr. Fischer. Grunzt noch irgendwo irgendwas rum? Ah ja, da. Deine Schiefertafel ist mir schon kaputt. Beziehungsweise das Display auf deinem Helm. Ein paar Mal extra drauf halten kann nicht schaden, ne? Das reine Elex geht ja nicht kaputt. Darum geht's ja nur. Was haben wir da? Nix. Okay. Muss ja auch nicht immer überall was drin sein. Nein, Energiezellen. Und hier sinkt eine Chimäre. Auch eine Chimäre, oder? Definitiv viele Mutanten hier. Können wir gerne regelmäßig vorbeischauen, um hier ein wenig aufzuräumen.
Aber so einen richtigen Eingang in einen Komplex, wo man noch mehr finden kann, scheint hier bisher nicht zu sein. Oh. Hallo, du. Achtung! Nicht runden. Darauf. Scheint darauf ausgelegt zu sein, ha? Huh? Bleib hinter mir! Erstmal nach oben, dann unten. Was geht mit Dingen an? Genau, also darauf, dann darauf gucken, was da Schönes ist. Und dann runterspringen, darüber gucken. Na, die Hütte auch noch. Schaffen wir schon alles. Ah, das ist leider Zeit. Die Landschaft hier ist total zerfetzt. Ich habe ehrlich gesagt mein... Oh. Meine Zweifel, dass wir den Sprung schaffen. Aber wozu auch? Hier ist eine Leiter. Zugegeben, das Klettern ist echt langsam. Aber ist doch besser, als wenn man so ein halber Jetpack-Ladung da dann abschmiert und plötzlich runterpurzelt. Währenddessen kann man sich ja mal umgucken. Also unten ist noch Viechzeug. Wühler. Könnte noch ein bisschen Schrott verteilt rumliegen, diesen kleinen Schabrackenhütten da. Das Einzige, was irgendwie noch größer aussieht, ist da hinten halt dieser Klotz. Hey, du. Ich glaube, ich hab da etwas. Oh. Eine weitere Elex-Spur? Ja, ich weiß, die Gegend ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist recht nahe an einigen Alpstellungen in Xarkor. Wir sollten uns also gut vorbereiten, bevor wir dort auf Elex-Suche gehen. Gerade erst hier angekommen, ne? Warte mal. Erstmal schauen, weswegen wir überhaupt hoch sind, ob hier noch irgendwas wirklich Sinnvolles ist. Dann einen Teleporter suchen. Na, hier ist gar nichts Mist. Dann einen Teleporter suchen, damit wir jederzeit wieder hierher können. Und dann können wir gerne nach Xarkor. Also ist schon eine super Übersicht von hier oben, aber wenn es hier einen Teleporter gibt... Ist aus diesem Winkel für mich zumindest nicht zu erkennen. Das da hinten wäre wohl der reguläre Eingang gewesen. Vielleicht da drüben bei diesem schrägen Ding? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, Klampen. Ist alles nur wie in einem Heiltrank. Nee, komm. Oh, warte. Da waren wir doch schon mit Falk. Ja. Um irgend so ein Teil für ihn zu holen. Wow. Hallo, Troll Nummer 30. Achtung! Vorsicht! Ich dachte, das geht schon wieder auf. Er hat noch gezogen wegen dem Schwarzloch, genau.
60. Diesen Hinkelstein im Kopf abfangen kann ich wieder. Also, ohne dabei umzukommen. Viehzeug können wir ignorieren. Aber wenn wir schon mal hier waren, wegen diesem einen Einzelteil, haben wir dann vielleicht hier schon was aktiviert? Nö. Was ist der Eingang? Bleib hinter mir! Ein Blümchen lenken ab. Also nicht die Kräuter, sondern diese bläulich-weißen Dinger da. Ich meine, da wäre ein Teleporter. Okay, letzter Versuch hier oben und sonst gehen wir aber nach Xakur und machen die Mission. Das ist ein anderes Blau. Und tappen immer nochmal zu Fuß hierher. Suppe. Oh, nichts wirklich Interessantes. Und was am wichtigsten ist. Okay, warte. Kurz meditieren. Und da war noch irgendeine Fiole auf dem quasi Nachttisch. Ist das was? Hey, hör mal. Ich habe immer noch nicht genug pures Mana. Ich spüre, wie ein Teil von mir entschwindet. Ich hoffe, das geschieht mir nicht allzu häufig. Sonst geht auch noch mehr meiner Menschlichkeit verloren. Du solltest mir das nächste Mal besser helfen, wenn du keinen Eisklotz an deiner Seite willst. Ja. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Okay, okay. Machen wir eine Sache. Ich kenne Xakur ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Gleicht sich aber einigermaßen aus. Also dafür, dass sie stinky ist, dass sie keinen Mana bekommt und dann ist sie jedes Mal happy, wenn wir ihr auf ihrer Spur da folgen. Die ja eigentlich aber auch eher für Jax wichtig ist, als für sie. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm, ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Bist du dir sicher, dass es eine Ader ist? Und nicht zufällig so ein halbmutanten Riesenroboterkonstrukt mit jeder Menge Elix drin? Das könnte es ja auch sein, oder? Wenn wir so nah am Eispalast sind. Hier hätten wir schon mal einen, aber für den Rückweg halt nicht. Wo sinkt wieder was? Irgendwas mit den Fersen. Zu weit weg. Das kann wirklich eine Ader sein, wenn ich irgendwas künstlich ist. Die Schulter von mir in der Art Haus.
dass sie nah dran ist. Definitiv größere Elex-Splitter. Kalt. Mehr als sonst in dieser Gegend. Wir sind hier genau richtig. Irgendwo unter uns ist eine große Elex-Ader. Gib mir nur einen Moment. Ich versuche mich zu beeilen. Ja, lass dir Zeit. Wir sollten ja genug Sachen rumliegen, die interessant sind. Nee, genau. Fertig an. Okay, es war nicht so leicht. Es gibt viele Störquellen in diesem Land. Aber ich denke, ich habe alles erfahren, was die Stelle hier hergibt. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, warum das reine Elex die Lebewesen emotionslos macht. Es hat etwas mit der Gleichschaltung der Signaturen des raffinierten Elex zu tun. Es dient keinem höheren Zweck. Es ist einfach ein Ergebnis der Ordnung der Elemente, aus denen ein Elex besteht. Gleichschaltung der Emotionen also. Ja, richtig. Es ist wie beim Magnetismus. Es gibt ein natürliches Gleichgewicht zwischen synthetisch und emotional, also rein rationalen Gedanken und dem völligen Gefühlschaos. Ähnlich wie man einfaches Eisen magnetisieren kann, lässt sich auch der menschliche Geist fokussieren. Das reine, geordnete Elex verursacht eine gewaltsame Gleichschaltung der Emotionen im Körper des Konsumenten. Jemand, der diesem geistigen Druck nicht standhält, wird zum Mutanten. Ganz einfach. Aber dann müsste es auch Mana-Mutanten geben, oder? Weil die Alps schalten das ja meinetwegen, sagen wir es mal positiv, gleich. Und die diese Gleichschaltung nicht durchhalten, werden zu Mutanten. Die Berserker, die Mana fokussieren, naja, die konsumieren es nicht wirklich, oder? Dafür kennt sich Jax zu wenig mit den Berserkern aus. Aber dann müsste es halt das Äquivalent zu Mutanten bei den Berserkern geben. Wenn die das ähnlich handhaben, nur halt im negativen Sinne und nicht im positiven Sinne. Also von der Ladung her. Aber das ist sehr gut. Es gibt keine böse Macht, die das Elex irgendwie kontrolliert. Es ist einfach nur eine Veränderung des menschlichen Seins. Und die Alp-Variante ist in meinem Sinne die positive Variante, weil sie objektiv das Richtige macht und nicht das, was irgendwelche Gefühle vorschreiben. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass mich noch ein paar Tage darüber sinnieren. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, die Gegend ist gar nicht gut, aber die Information ist sehr, sehr gut. Das heißt, Jax muss sich jetzt keine Sorgen mehr machen, dass er irgendwie die Puppe ist von irgendeiner außerirdischen Supermacht, die mit dem Elex versucht, alle Menschen zu manipulieren oder so. Dem ist wohl nicht so. Zu einfach. Ja, alles mitnehmen. Hauen wir da mal kurz hin und dann sollten wir wahrscheinlich wirklich hier verschwinden. Also nur kurz meditieren, ne? Nicht schlafen. Da sollten wir wirklich hier verschwinden. Oh, gruselig. Die Nebenwirkungen meiner letzten Meditation am Elex-Vorkommen machen mir sehr zu schaffen. Wenn ich nicht bald mehr pures Mana bekomme, fürchte ich, verliere ich einen Teil meiner selbst. Nee, also eigentlich, wenn man deiner neuen Theorie glauben mag, wirst du dann eher du selbst, wenn du kein weiteres Mana konsumierst. Du bist jetzt nämlich ein emotionsvollgestopftes Wrack, das immer nur am Rumnölen ist, weil du halt negativ geladen bist.
Also einfach schön Entzug durchhalten, dann wirst du irgendwann ein normaler Mensch. Was immer noch nicht so toll ist wie ein Alp, aber schon mal ein Anfang. So, wo sind wir? Wow. Ja, definitiv schnell weg. Wir sind nämlich kurz vor dem Eispalast.